Oh, da war ein Framedrop. Aber ein riesiger Framedrop. Ich nehme gerade mit 90 Bildern pro Sekunde auf. Komisch. Obwohl ich nur 30 eingestellt habe. Ganz, ganz komisch. Nicht genügend Mineralien. Wie patrouilliert ihr denn? Meine Fresse. Okay. Commander, die Liga greift die Rebellenbasis kurz hier ein neues Missionsziel. Mach ich die kurz platt. Diese Leute brauchen unsere Hilfe, Tykes. Wir werden sie auf keinen Fall ihrem Schicksal überlassen. Was machen wir nicht, Tykes? So etwas machen wir nicht. Kurz töten. Eine. Ah nein, von hinten angreifen. Ah nein, da kommt auch einer. Oh, voll der Krieg hier. Ich hab bestimmt nicht gerechnet. So, dann haben wir gleich schon neue Einheiten. Parat. Sind wir froh, euch Jungs zu sehen. Wir sind auf eurer Seite. Sagt einfach, wo wir uns aufstellen sollen. Willkommen an Bord, Jungs. Die Liga kann zur Hölle fahren. Gascontainer. Rainers, ja, der Rainers größte. Der größte. Ja, es bin ich. Rainers, ist Jungs. Es. Bin ich. So, hier werden wir noch ein bisschen verteidigen, ein bisschen ausmachen. Diese Streitmacht von hier noch ein bisschen weiter aufrüsten. Worauf soll ich ballern, Sir? Ich hab ja jetzt noch... Ah, guckt euch das an, Leute. Jetzt kommen wieder ein paar mehr Einheiten hier. Hier kommen auch ein paar mehr Einheiten. Da hingehen, so. Durchgeladen und entsichert. Krang Rekrut. Ach, die können auch im Rang steigen. Kommt noch was? Interessant, das wusste ich auch noch nicht. Der hat schon zwei Kills. Der hat zwei Kills. Bereit machen, Jungs. Durchgeladen und... Da, alle töten. Oho. Das läuft hier wie geschmiert, Leute. Das läuft wie geschmiert. Ihr seid erstmal Gruppe 2. Los, los, los! Dann warte ich noch, bis die fertig sind, dann mache ich hier die Basis mal platt. Noch drei kommen. Boah, wieder Black. Ja, das liegt glaube ich an Fraps. Das liegt glaube ich an Fraps. Anders kann ich mir das nicht erklären. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ach, jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. So. Ihr besorgt mir kurz mal die hier. Was ist hier eigentlich? Vielleicht ist da irgendwas. Ich gehe mal gucken. Kann's kaum noch erwarten. Irgendwelche Container oder so. Bingo! Brücke. Jetzt geht's rund. Aber sicher. Okay, dann werde ich jetzt erstmal meine Truppen hier verstärken mit 11 Einheiten. Dann habe ich schon 34 habe ich dann und dann werde ich hier die fetzigen Leute hier fertig machen. Mit einem Schlag. Barts kriegen sie auf den Hintern klatscht und ja. Ich habe wieder Fantasien, Leute. Noch kurz den Gas mit dem Rest. Ein Mohikan ATV. Mohikan ATV. Sehr gut. So, jetzt geht's los hier mit meiner Elite-Truppe hier. Mit 34 Mann greife ich jetzt den Typen an. Die bösen Jungs sind darunter. Jo, das mache ich doch. Warnung. Hellions. Kein Problem. Bestleid. Sanitäter, mach mal ein bisschen hier. Mach mal Stopp hier. Ja, tödlich. Dort. Diesen Bunker auszuräuchern war saubere Arbeit, Jimmy. Und die auch deine Jungs gepaart mit meinen Fähigkeiten. Feuer! Feuer! Der beste Freund des Menschen. So, jetzt krieg ich mal hier die scheiß Konzerne.
Ah! Liga! Schon wieder! Ah, okay. Oh. Sehr schön. Jetzt hätte ich das noch töten. Das ist doch perfekt. Hey! Oh. Der macht hier den Boden kalt, alleine. Voll der Killer. Wow. Super Leck. Sehr gut. Ohne ihre Kaserne und die Fabrik müssen wir nur noch die letzten Nachzügler erledigen. Ich mach mal schnell dann den Großteil ab hier. Nach Hause. Jetzt noch das Hauptgebäude und dann ist schon Schlusch. Schicht im Schacht hier. Schlusch. Schlusch. Jawoll, ja. Das war doch erfolgreich. Das war erfolgreich, das war erfolgreich. Sehr schön. Da kommt das erste dann Artefakt. Das Ding mal an Land ziehen und dann und wir haben einfach Erfolg. Ach, das war nur schließen die Mission, die geschlossen. Okay. Sammeln Sie die, was Gesetzeslosen auf dem Schwierigkeitsgrad normal, alle Gas- und Mineralcontainer. So, okay. Schießen Sie die... Ach, ich kann das nicht so gut lesen. Schwer. Unter 10 Minuten. Okay, das hätte ich nicht machen können, weil ich ja nicht auf schwer gestellt habe. Joey's Bar. Joe, John Rains Bar. Ja. Okay, wir gucken uns wieder die Nachricht an. Danke, dass Sie dran geblieben sind. Schalten wir nun zu Kate Lockwell mit Neuigkeiten über den gewaltsamen Aufstand von Jim Rayner. Danke, Donnie. Rayner waltet eindeutig die Liste seiner Ziele aus. Er hat einen Anschlag auf eine archäologische Grabungsstätte der Liga verübt und möglicherweise ein gefährliches außerirdisches Artefakt in seinen Besitz gebracht. Zu diesem Thema hat sich heute auch Imperator Max zu Wort gemeldet. Es ist nicht abzusehen, welche Verwüstung diese scheinbar harmlosen Relikte auf unseren Welten anrichten könnten. Jeder, der des Besitzes eines solchen Gegenstandes überführt wird, wird die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Sieh's positiv, Partner. Du bist so oder so auf seiner Abschussliste. Danke, Tigers. Schockierend, Kate. Ich befürchte, die zivilen Verluste werden schrecklich gewesen sein, angesichts Rayners terroristischer Handlungen. Nun ja, eigentlich scheinen die einzigen zivilen Verluste, die zu beklagen waren, durch übereifrige Sicherheitskräfte. Ja, vielen Dank, ja, schlecht machen. Wir machen die Nachrichten. Jim Rayner tötet Frauen und Kinder auf Masaya. Aber wir helfen den Leuten, nicht so wie die Liga. Ich muss schon sagen, Jimmy, aus dir ist ja eine richtige Kampfmaschine geworden. Wenn ich Mengsk wäre, würde ich mich auch vor Angst verkriechen. Das meinst du ja wohl nicht ernst, Tigers, oder? Nein, war nur Spaß. Töte lieber weiter fliegen. Dann bist du gut. Hier, Jagd gibt's auch noch. Was ist denn das? Ich dachte, die Zerg wären hier vor ein paar Jahren von diesen komischen Protoss ausgeräuchert worden. Das ist jetzt 4 Jahre her. Und noch immer finden sie da draußen in der Wüste versteckte Nester. Eine Trophäe wie die hier sollte einen guten Preis auf dem Schwarzmarkt haben. Lust, ein wenig jagen zu gehen, Partner? Tu, was du nicht lassen kannst, Tigers. Ich habe schon so viele Zerg gejagt. Das reicht für zwei Leben. Ja, ja, die Zergs kann man auch, glaube ich, nicht komplett auslöschen. Da gibt es einfach so viele von. Wie ist das so, gegen die Zerg zu kämpfen, Jimmy? All die Schwierigkeiten, in denen wir damals gesteckt haben. Die Situationen, wo wir gerade noch so davon gekommen sind. Das alles ist ein Witz im Vergleich dazu, wie schrecklich die Zergs sind, Tigers. Du hast einfach keine Ahnung, was Angst wirklich bedeutet. Du tausende von diesen Viechern auf dich zustürmen siehst. Ah, die Zerg sind auch im Multiplayer total krank.
Mann. Hat der Magistrat hier denn nicht gewusst, dass er einen Schwerverbrecher zum Marshall macht? Er hat sogar darauf gezählt. Ich glaube, mein Ruf als harter Kerl hat dabei geholfen, dass hier alles schön ruhig geblieben ist. Solange ich diese Marke getragen habe, habe ich nicht einen einzigen Menschen erschießen müssen. Wo bleibt denn da der Spaß? Tykes, du bist einer. Also Tykes, wer ist denn jetzt dein mysteriöser Käufer? Bei wem sollen wir das Artefakt abliefern? Ah, bei so einem Haufen Intelligenzbestien, die sich Möbius Foundation nennen. Möbius? Das ist doch eine anerkannte Forschergruppe. Warum zur Hölle sollten die etwas mit dir zu tun haben wollen? Als dein Kumpel Mengsk den Handel mit Alienzeug für illegal erklärt hat, waren sie verzweifelt genug. Und du kennst mich, Jimmy. Ich bin ein großer Freund der Wissenschaft. Selbst noch hier die Alien-Artefakte ausgraben, ne? Aber dann verbieten, ja, dann müssen sie das alles für sich haben. Die Liga ist ja ganz, ganz hinterhältig. Ganz hinterhältig, die Liga. So, Leute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal, Leute, bei Let's Play StarCraft 2.